Hallo und herzlich willkommen zu Zocken mit Bohnen und heute spielen wir Hearthstone. Wir werden mit der Community zusammenspielen, aber wir werden kein Community Beef machen. Wir werden Arena spielen. Ich werde die Arena spielen, aber ihr bastelt zu Hause das Deck für mich. Das heißt, wir werden immer drei Karten werden vorgeschlagen und ihr macht per Voting über einen Twitch-Chat, könnt ihr dann abstimmen, welche Karte ich letztendlich nehmen werde. So, wir gehen mal direkt in die Arena und starten. Jetzt würde schon das erste Voting kommen. Ich werde anfangen, gleich mit dem Voting. Ich werde alle Karten erstmal erklären und dann könnt ihr voten. Für alle, die Hearthstone schon kennen, die können halt direkt loslegen zu voten. Alle anderen können gerne mitmachen und sich das anhören, wie die Karten dann so klingen und dann können die einfach mit abstimmen. So, das erste Voting startet jetzt. Und zwar wählen wir erstmal die Klasse aus. Und zwar wählt einfach mit Ausrufezeichen 1, 2 oder 3, welche Klasse es sein soll. 1 für den Paladin, 2 für den Priester und 3 für den Schaman. So, ich schaue jetzt mal eben. Priester, Pala sehe ich ganz viel. Schaman will wohl keiner. Ich lasse euch noch so 10 Sekunden. Entweder 1, 2 oder 3 oder Priester, Schamane, Pala. 2, 2. Okay, ich glaube, der Priester gewinnt in dem Fall. Wir haben leider diesmal kein Tool, das uns das Ergebnis zeigen kann. Vielleicht aber beim nächsten Mal. Aber diesmal hat der Priester gewonnen. Wir spielen die Arena mit dem Priester. So. Das sind jetzt unsere ersten drei Karten. Bis wir 30 Karten in unser Deck voll haben, wählt ihr jetzt aus, was ich denn spielen werde. Also die erste Karte ist schon mal sehr gut, ist eine Dreierkarte, kostet 3 Mana, macht 2 Schaden, hat 2 Leben, aber ist unsichtbar und wird pro Runde immer ein bisschen stärker. Bekommt immer 1-1 pro Runde. Der zweite hier, der ist ziemlich gut, wenn Leute Gottesschild spielen. Gottesschild ist halt ziemlich krass und der kann halt Gottesschild wegmachen und wird dadurch auch noch gebufft. Und der letzte hier kostet halt ein weniger für jede Karte, die der Gegner auf der Hand hat. Ist super stark, aber kostet halt auch am Anfang sehr viel. So, das Voting beginnt jetzt. 1, 2 oder 3. Von links nach rechts. Ja, habe ich mich schon fast gedacht. Na, ich lasse euch noch ein bisschen. Okay, 1 soll es werden. Der Naxxramas-Schem. So, erste Karte hätten wir. Jetzt zweite. Gleiche Prinzip. 1, 2 oder 3. Ich erkläre nochmal schnell. Wenn ich den hier ausspiele, ist eine Priesterkarte. Da kann ich den Angriff von einer bestimmten Figur um 2 verringern. Ist sehr nützlich. Der zweite hier, der lohnt sich eigentlich nur, wenn ich auch Max im Deck habe. Jedes Mal, wenn ich den spiele und einen Mech dabei auch noch ausgespielt habe, bekommt er einen Angriff und ein Leben mehr und ich bekomme noch eine Ersatzteilkarte. Aber lohnt halt nur, wenn man Mech hat. Die Spinne hier ist auch ziemlich gut, macht zwar wenig Schaden, aber wenn die stirbt, spawnt sie noch 2 kleine Spinnen, die jeweils 1-1 haben. So, dann votet mal. Ja, das sieht ganz nach... Ja, ich lasse euch noch 5 Sekunden. Okay, 3 soll es werden. Die Spinne. So, nächste Karte. Eine teure Karte hat sehr wenig Leben, aber macht 4 Schaden und kann sofort angreifen, wenn die ausgespielt wird. Gar nicht so schlecht. Nächste Karte ist eine Priesterkarte, die, wenn sie stirbt, gibt sie einen zufälligen Diener, der bei euch ausgespielt wurde, 3 Leben dazu. Und der hier ist der kostet 6, macht 4 Schaden und verleiht einem befreundeten Diener 3 Leben direkt. Und Vote kann starten.
Okay. Ja, das war relativ eindeutig. Ich nehme die hier. Ja, nächste Karte. Das ist eine Zauberkarte. Vernichtet einen Diener mit maximal 3 Angriff. Also wenn er mehr als 3 Angriff hat, kannst du ihn nicht töten. Aber wenn er 3 hat oder weniger, dann ist er sofort tot. Kostet nur 2 Mana. Sehr nützliche Karte. Die Dreierkarte hier. Hält jedes Mal einen Angriff, wenn ein Diener stirbt. Nicht schlecht, besonders für Arena ganz gut. Der Panda ist auch ganz gut. Wenn man den ausspielt, dann lässt er einen befreundeten Diener, schickt er auf meine Hand dann zurück. Kann halt ganz gut sein, wenn ein Diener angeschlagen ist oder halt für andere Sachen. Und los geht das Voting. Ja, ich sehe auch hier schon fast einen ganz klaren Gewinner, und zwar die Zauberkarte. Ja, da brauchen wir gar nicht mehr länger warten. Die nehmen wir. Nächste. Noch eine Zauberkarte, macht einfach 2 Schaden. Simpel erklärt, kostet 1 Mana. Zweite Karte ist ein Mech, der zu Beginn der Runde jedes Mal einen Angriff dazu bekommt. Wenn man es schafft, den gut zu spielen und den zu beschützen, dann kann der richtig übel werden. Das dritte ist wieder eine Zauberkarte, macht nur auf den Helden von den Gegnern 5 Schaden. Kostet 2 Mana. Nicht so verkehrt. So, votet. Ja, ich sehe, die meisten sind für mittlere Karte. Ja. So. Nächste Karten. Kostet 4, macht 5 Schaden, hat 4 Leben. Simpel erklärt, ist ein Wildtier. Bringt mir nicht so viel in den Priesterdeck, aber ist trotzdem eine ganz gute Karte. Nächste Karte. Kostet 3, hat 2 Angriff und 4 Leben, aber bekommt halt 1-1, also einen Angriff und ein Leben, wenn ich einen Drachen auf der Hand habe. Ist situationsbedingt. Der letzte kostet 4, macht 2 Angriff, 5 Schaden und kann sofort angreifen, wenn er ausgespielt wird. Und votet. Okay, das sieht auch relativ eindeutig aus. Den dritten. Nächste Karten. Kostet nur 1, macht 2 Schaden, hat 1 Leben und stellt 2 Leben wieder her. Kleiner Heiler, warum nicht? Ach ja, genau. Die Karte macht 1 Schaden, hat 4 Leben. Aber jedes Mal, wenn jemand mit Kampfschrei ausgespielt wird, also jede Unit mit Kampfschrei kostet 2 mehr. Zum Beispiel dieser Heiler hier macht als Kampfschrei halt er. Und der würde halt 2 mehr kosten, wenn der ausgespielt ist. Dritte Karte, Gedankenkontrolle, eine der krassesten Crowd-Control-Karten. Damit klaust du einfach einen Gegner eine Unit. Kostet aber auch 10, ist sehr teuer. Aber sollte in jedem Priesterdeck eigentlich mindestens einmal vorhanden sein. So, votet bitte. Ja, das sieht nach Mind Control aus. So. Oh, jetzt haben wir schon wieder einen Mind Control, aber wir haben noch andere Karten. Und zwar hier einfach ein Murloc, der 3 Schaden macht und 2 Leben hat. Sehr offensichtlich. Und der hier ist nicht schlecht. Der kostet 3, hat einen Angriff und 4 Leben, kann sofort angreifen und hat einen Spot. Spot heißt, wenn der auf dem Feld ist, kann erstmal nur der angegriffen werden von anderen Units. So, voten. Ja, ich sehe sehr viele Zweien. Aber Mind Control haben wir doch schon. Ah, ne, jetzt sehe ich auch noch anderes. Ah, okay. Ja. Ich glaube, die 3 gewinnt. Ja. Sehr gut. Nächste Karten. Kostet nichts,
hat einen Schaden, einen Angriff, nicht so tolle Karte. Die Zweier ist okay, macht zwei, hat zwei Angriff, zwei Leben und den Spot. Also das heißt, man muss ihn zuerst angreifen. Dann haben wir noch eine Zauberkarte, die 1 kostet, Inneres Feuer. Setzt den Angriff eines Dieners auf den Wert, der sein Leben entspricht. Das heißt, wenn einer jetzt zum Beispiel 10 Leben hat und nur 2 Angriff, dann tastest du das auf ihn und er hat aber mal 10 Angriff. So, voten. Das sieht nach 3 aus. Ja. Gut, nächste Karten. So, der Hobgoblin, der ist komisch. Jedes Mal, wenn ihr einen Diener mit einem Angriff ausspielt, erhält er 2/2. Der kann ganz gut sein, jedoch braucht man dafür ein Deck, das viele Einser-Units hat. Also ein Angriff-Units hat, und das ist in der Arena ein bisschen knifflig. Nächste Unit ist der Südmeer-Captain. Alle anderen Piraten haben 1/1. Da wir noch gar keine Piraten im Deck haben, würde er sich noch nicht so lohnen. Gedankenspiele. Legt eine Kopie eines zufälligen Dieners aus dem Deck eures Gegners auf das Schlachtfeld. Kann gut sein, kann aber auch in die Hose gehen, weil die Karte kostet 4 und wenn du im Endeffekt nur so eine 1er-Unit ausspielst, ist die scheiße. Voten bitte. Ja, aber das sieht auch eindeutig aus, weil die Karten sind alle nicht so geil. Und die dritte würde am meisten Sinn machen. So. Ein Drittel haben wir schon mal, 10 Karten. Ich weiß, es dauert ein bisschen lange, aber für die Leute, die Hearthstone noch nicht kennen, würde ich gerne noch die anderen Karten ein bisschen erklären. So, nächste. Die kostet 4, macht 2 Schaden und hat 5 Leben. Und wenn sie ausgespielt wird, macht sie an befreundeten Dienern, die neben einem stehen, gibt sie 1 Zauberschaden. Das heißt, jeder Zauberspruch macht 1 Schaden mehr. Nächste Karte. Der erste Diener, den ihr ausspielt in diesem Zug, kostet 1 weniger. Braucht man nicht mehr viel sagen. Ist billig und nützlich, gerade für den Anfang. Licht der Naru. Stellt 3 Leben wieder her, ruft einen Lichtwärterin her. Die ist ganz gut, also die heilt ein und wenn du dann aber noch nicht voll geheilt bist, spawnt sie noch so eine kleine Unit, die auch ganz nützlich ist. Also die Karte ist sehr gut. Und jetzt könnt ihr voten. Ja, hätte ich mir auch schon fast gedacht. Ja. Okay, wir nehmen jetzt die Dreier. So, die nächsten. Spinnenpanzer. Simple Unit ist ein Mech. Kostet 3, macht 3 Schaden, 4 Leben. Nächste Karte ist, kopiert eine zufällige Karte aus der Hand eures Gegners und fügt die eure Hand hinzu. Simpel erklärt, kostet nur 1 und kann ganz gut sein, wenn der Gegner zum Beispiel eine sehr gute Karte auf der Hand hat und wenig Karten vor allem auf der Hand hat, dann kopierst du die einfach eine Karte von denen. Ist ganz gut. Windzornharpier ist relativ stark, kostet aber auch viel, macht 4 Schaden, hat 5 Leben und kann aber 2-mal hintereinander angreifen. Voted. Mhm. Es sieht knapp aus. Ich glaube, knapper Gewinner ist hier die Spinne. Ja, ich würde sagen, nimm den Spinnenpanzer. So, den Trock hier, der ist okay. Er hält jedes Mal einen Angriff, wenn ein Gegner einen Zauber wirkt. Das verhindert ein bisschen, dass der Gegner castet, oder es sei denn, er castet ihn sofort weg. Von daher ist ganz okay. Nächste Karte ist sehr gut, kostet nur 1 und verleiht einen zufälligen, nicht einen zufälligen, einen, den ihr auswählt, gibt er 2 extra Leben dazu und man kann noch eine Karte ziehen. Letzteres ist 5er-Karte mit 4 Schaden und 6 Leben, die immun gegen Zauber ist, also kann nicht ins Target genommen werden von irgendwelchen Zaubersprüchen. Votes. Zwei oder 3? Okay.
Wir entscheiden uns, also ihr habt euch entschieden, die meisten für die zweite. So, hungrige Krabbe vernichtet einen Murloc. Nicht so geil. Lohnt sich nur, wenn ein Murloc auch auf dem, also wenn der Gegner Murlocs spielt. Nächste Karte ist Schattengestalt. Die Heldenfähigkeit verursacht 2 Schaden. Okay, hier muss ich ein bisschen erklären. Der Priester, seine Heldenfähigkeit ist einfach heilen. 2 Punkte heilen. Und wenn ich diese Karte ausspiele, dann kann ich nicht mehr heilen und mache ich eher 2 Schaden. Ist nützlich, aber ist situationsbedingt. Dritte Karte vernichtet zu Beginn eures Zuges alle Diener. Das heißt auch eure eigenen. Hat viel Leben, macht keinen Schaden. Den sollte man ausspielen, wenn man weiß, dass der in der Runde aber auch nicht krepiert. So, Votes. Zwei oder drei. Ja, das sieht nach 3 aus. Ihr wolltet es so, es ist euer Deck. So, nächste Karten. Mechanischer Yeti, ganz gut. Ist ein Mech, kostet nicht so viel, macht genug Schaden, hat viel Leben. Und wenn der stirbt, bekommt ihr, jeder Spieler bekommt dann ein Ersatzteil. Ersatzteile sind so kleine Zauberkarten, die irgendeinen Buff geben oder so. Nächste Karte ist ein Mech, der 2-3. Der verringert da die Kosten für jeden anderen Mech um 1. Nicht schlecht. Gedankenraub ist sehr gut. Kopiert 2 Karten aus dem Deck eures Gegners und fügt sie eurer Hand hinzu. Braucht man nicht viel zu sagen, ist eine sehr gute Priesterkarte. Also, voted. Eins oder drei. Was soll's werden? Es sieht nach 3 aus. Gut. Ich will auch nicht zu viel Zeit verschwenden, deswegen müssen wir ein bisschen uns beeilen. Hier ist wieder der Braumeister, den hatten wir schon mal, der jemanden zurück auf die Hand versetzt. Dann wieder Gedankenkontrolle haben wir auch schon einmal in unserem Deck. Und Gedankenschlag kam auch schon mal. Fügt 5 Schaden den Helden zu. So, das ist schnell erklärt. Voten. Das sieht nach 1 aus fast. Ja, gut. Ja, Heilige Pein hatten wir auch schon mal, verursacht 2 Schaden. Den hatten wir noch nicht. Der ist halt unsichtbar am Anfang und kann erst angegriffen werden, wenn er selber schon angegriffen hat. Macht 2 Schaden, hat 3 Leben. Die Karte ist eine sehr gute Karte, vor allem weil sie, wenn sie ausgespielt wird, kann sie eine Unit zum Schweigen bringen. Und Schweigen ist Gold. Ja, voted. Ja, das sieht sehr eindeutig aus. Noch? Ja, die 3 wird's. So, Gedankenschlag hatten wir schon mal, macht 5 Schaden. Der Kriegsgolem, ganz simpel, kostet 7, macht 7 Schaden, 7 Leben. Nächste Karte ist eine Zauberkarte, verdoppelt das Leben eines Dieners, auch sehr gut. Voten. Ich lasse euch noch 5 Sekunden. Ja, relativ eindeutig. So, der Tiger hier, genau wie die Unit eben, die ist verstohlen und kann erst angegriffen werden, wenn sie selber angreift. Relativ stark, kostet aber auch 5. Hier haben wir nochmal Schweigen. Wir haben ja schon mal einmal Schweigen im Deck. Aber hier ist es nochmal für 0 Mana. Warum nicht? Und dann haben wir hier den Kobold-Geomant. Der macht einfach einen Zauberschaden mehr, wenn der auf dem Feld ist. Votes. Ja, sieht auch eindeutig aus. Der Tiger wird's. Ja.
So, den hatten wir schon mal. Den brauche ich nicht mehr erklären. Dieser Murloc hier, wenn man den ausspielt, bekommt jeder Spieler 2 Karten. Kann ganz gut sein, muss es aber nicht, weil der Gegner, der kriegt ja auch Karten und das wollen wir nicht. Der Azurblaue Drache ist sehr gut, macht 1 Zauberschaden mehr, wenn der im Feld ist und gibt dir eine Karte. Also für den Preis ist das ganz gut. Und ja, voten. Ja, es sieht auch relativ eindeutig aus. Gut, 3 soll es werden. So, jetzt kommen die letzten 10 Karten. Ja, der hier stellt bei eurem Helden 4 Leben wieder her, wenn ihr ihm am Ende des Zuges aktiv Geheimnis verfügt. Ah ja, genau, das ist eigentlich für unser Priester-Deck total unnütz, weil wir keine Geheimnisse spielen. Priester haben nämlich keine, aber hätten wir welche, dann würde er uns heilen, wenn wir Geheimnisse ausspielen. Bringt eigentlich relativ wenig. Die Karte ist ganz gut, hat zwar nur 1 Attacke und 5 Leben, aber am Ende des Zuges beschwört sie immer einen 1-1er Wichtel, der ganz gut nerven kann. Und vor allem, man kann sie auch wieder heilen und dadurch ist es ganz gut für den Priester. Die Karte ist natürlich auch super gut, hat Spot, kann halt also nur angegriffen werden und wenn er stirbt, beschwört dann noch so ein kleines Schleimviech, was auch nochmal Spot hat und 1-2 hat. Also 1 Angriff und 2 Leben. Votes. Auch relativ eindeutig, die 3. So, nächster. Der hier hat Spot und Gottesschild. Hat zwar wenig Leben, aber kann super nervig sein. Kostet wenig, macht kaum Schaden, aber der nervt halt einfach. Ist ganz gut. Gedankensicht hatten wir schon mal. Das ist das mit der Karte kopieren. Die hier ist relativ nützlich. Kostet 3, macht 2 Schaden. Aber wenn sie ausgespielt wird, kann sie direkt 1 Schaden auf irgendwem machen. Votes. Ja, sieht auch sehr eindeutig aus. Der Nervotron. Okay. So, nächste Karte. Kostet 7, 6 Schaden und alle anderen Diener, die auf dem Feld sind, also nur die Befreundeten, haben plus 1-1, also 1 Angriff und 1 Leben. Ist ganz nützlich. Nächster. erhält 3-3, wenn euer Gegner maximal 15 Leben hat. Also er darf nicht mehr als 15 Leben haben, nur dann hat er 3-3. Kann nützlich sein, und den hatten wir schon mal, mit den Ansturm. Gut, Votes. Na, es ist nicht so eindeutig. 2 oder 1, 2 oder 1. Ich glaube, die 2 gewinnt. Ja. Yep. Da waren ein paar mehr. So, nächste Unit. Ist eine relativ schwache Unit, aber wenn sie rauskommt, kann sie direkt 1 Schaden an jemanden machen. Der nächste, ähnlich wie die Harpie, nur mit weniger Leben und Schaden, kann 2-mal zuschlagen. Und der hier ist sehr tricky. Kostet wenig, ist enorm stark, aber alle anderen Diener kosten, also alle anderen Diener von mir würden dann 3 mehr kosten. Den sollte man halt früh ausspielen. Und ja, wenn es klappt, dann kann er richtig gut sein. Votes. Oh, ihr scheint euch schon entschieden zu haben. Ja, die 3 wird's. So. Wieder die Windzorn-Harpier, die hatten wir schon mal, brauche ich nicht mehr erklären. Den hatten wir auch schon mal, einfach nur Stille. Und der hier ist relativ nützlich, gerade für Priester. Jedes Mal, wenn er Schaden bekommt, ziehen wir eine Karte. Man kann ihn auch wieder heilen, von daher relativ nützlich für Priester. Voten. Ja, das ist auch relativ eindeutig.
So, 5 Karten haben wir noch. Ich schau mal eben unser Deck an. Oder beziehungsweise euer Deck. Ja, wir bräuchten vielleicht noch ein paar dicke Units. Und vielleicht noch irgendwas, was uns Karten gibt. Ja, schauen wir mal. Okay, nächsten. Hier haben wir wieder die Eule, die ganz gut ist, die einen zum Schweigen bringt. Der hier hat 2 Angriff, solange ein Mech im Spiel ist. Situationsbedingt, kann gut sein, muss es nicht. Die hier ist einfach eine Unit 1-4, hat relativ viel Leben, bleibt relativ lang im Feld und macht halt 1 Zauberschaden mehr. Kann nützlich sein, muss aber nicht. Voten. Ja, habe ich mir auch fast gedacht. Was ist besser als eine Eule? 2 Eulen. Sehr gut. Hier haben wir wieder Stille. Und der hier ist neu. Kostet nur 1, macht 2 Schaden, 1 Leben. Relativ stark für den Anfang. Und wenn er stirbt, gibt er dir ein Ersatzteil. Heilige Nova, eine sehr gute Karte. Fügt allen feindlichen Kreaturen 2 Schaden zu und heilt alle freundlichen Charaktere um 2 Leben. Also ist quasi ein Area-Effekt, der Gegner platt macht und dich heilt. Votes? Ah, ich sehe schon. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Okay, ist ja gut. So, Massenbannung. Bringt alle feindlichen Diener zum Schweigen und ziehe eine Karte. Kann sehr nützlich sein, aber wir haben jetzt schon 2-mal Schweigen drin. Ich weiß nicht, ob die für unser Deck perfekt ist. Okay, Gedankenkontrolleur. Ist sehr gut, wenn der Gegner mindestens 4 Kreaturen auf dem Feld hat, weil dann kann man die einfach mopsen. Eine Kreatur wird dann einfach geklaut. Ja, kommt aber, ist aber leider random. Kann auch sein, dass du dann die schlechteste Kreatur kriegst. So, die nächste Karte. Kann nützlich sein gegen Klassen, die halt aber auch Fallen spielen. Wenn Leute keine Geheimnisse oder Fallen spielen, dann bringt sie halt so gut wie nichts. Dann hat sie halt nur 4-3. Aber wenn man es schafft, ein Geheimnis zu klauen, dann ist es schon sehr stark. So, voten. Ja, es sieht auch sehr eindeutig aus. Okay, die 2 gewinnt. So, Inneres Feuer. Setzt den Angriff eines Dieners auf den Wert seines Lebens. Das hatten wir schon mal. Den hatten wir auch schon mal. Haben wir den sogar entdeckt? Nee, haben wir nicht. Wir haben den anderen. Der jeden 1-1 gibt. Und der ist relativ neu. Kampfschrei. Erhält 2 Leben, wenn ihr einen Drachen auf der Hand habt. Wir haben nicht so viele Drachen. Ich glaube, haben wir überhaupt Drachen? 1 oder 2? Ja, aber, naja, voten. 2, 2, 2, 2, es sieht eindeutig aus. Gut. So, die letzte Karte. Goblin. Ja, gut. Ups. Ah, nein, jetzt habe ich aus Versehen gedrückt. Das tut mir leid. Okay, die letzte Karte geht auf mich. Macht nichts. Wir haben jetzt alle unsere 30 Karten und wir könnten eigentlich schon starten. So, ich frage nochmal die Regie, ob wir einfach loslegen können oder ob noch was kommt. Werbung. Gut, dann machen wir einmal noch schnell Werbung. Ihr habt euer Deck und wir sind dann gleich zurück und fangen dann an mit der Arena. Bis gleich.